Härtetest für den Smokeliner. Ich habe jetzt nur den Smokeliner Grau Glitzer drauf. Jetzt kommt die Sonne, vielleicht sieht man auch, wie es glitzert. Und am Wimpernrand statt Mascara den schwarzen Smokeliner. Alles ein bisschen ausschattiert und jetzt werde ich den Marathon starten. Massage, wo ich so durchs Guckloch gucken muss, das strapaziert ein Augen-Make-up. Und ich werde schwimmen, mindestens eine Stunde. Und ich werde 2 bis 3 Saunagänge machen und dann gucken wir uns das Ganze mal an, wie das den Tag überstanden hat. Ich kann jetzt schon vorwegnehmen, da ich das schon öfter gemacht habe, es ist Wahnsinn. Auch ich laufe zwischendurch mal, man geht ja sowieso zur Toilette und gucke in den Spiegel und denke mal, das kann doch jetzt nicht an Ort und Stelle sein. Doch, ist es aber. Selbst jetzt laufen mir ja die Tränchen und du siehst, auch das hält es aus. Die Smokeliner sind also absolut Sauna geeignet. Es sei denn, das Schlupflied würde jetzt komplett bis hier unten drauf liegen. Das ist dann durch das Hautfett und durch Schwitzen würde sich das anlösen. Aber ich meine, ich habe ja auch schon leichtes Schlupflied. Also solange der Lidstrich noch nicht von Haut überlappt wird, hält das echt den ganzen Tag. Und ich werde nachher den Beweis antreten. Schauen wir uns den Smokeliner nochmal an. Letzte Tagessonne, deswegen will ich das jetzt nochmal zeigen. Ich mache zwar noch einen Saunagang, aber ich habe jetzt 2 Saunagänge gemacht. 1,5 Stunden Massage mit 1 Stunde Bauchlage, wo der Kopf dann so in diesem Dings da liegt. 1 Stunde geschwommen, viel Wärme gehabt, was man an meinen Augen sieht. Die sind richtig aufgeschwollen. Habe ich übrigens gerade einen super Tipp bekommen, wie man das in der Sauna verhindern kann. Siehst du dann in dem Sauna-Hack. Video. Aber jetzt geht es um den Eyeliner, nämlich den Smokeliner. Und da darfst du jetzt mal gucken. Ich weiß nicht, wie nah man rangehen kann, sodass es scharf ist. Ich habe noch nicht geguckt, aber ich habe vollstes Vertrauen, dass das jetzt alles noch an Ort und Stelle ist und dementsprechend gut aussieht. Jetzt nicht gut an mir, weil bei den Patten ist das grenzwertig, das Wort gut aussehen in den Mund zu nehmen. Aber es sitzt noch alles, wo es soll, oder? Und dann kannst du dir vorstellen, wenn ich den jetzt nicht an hätte, boah, das wäre jetzt übelst. Aber so fühle ich mich ein Stückchen wohler. Und wenn andere Leute sagen, ja, die Sauna oder ins Schwimmbad geht man doch nicht geschminkt. Warum nicht? Wenn einem das so ein bisschen Unterstützung gibt, dass man nicht ganz so verknüttelt aussieht. Also Smokeliner und Brightliner. Heute nur Smokeliner, aber die Brightliner halten genauso. Sind absolut Sauna- und Sommersonnenurlaubstauglich. Ich finde es immer wieder toll und ich bin jedes Mal wieder platt, wie super das nach vielen, vielen Stunden aussieht. Und ich weiß genau, selbst wenn ich jetzt nochmal 2-mal Sauna machen würde, ich denke, ich mache auf jeden Fall 1-mal, dann sieht das immer noch so aus.